Herzlich willkommen zurück hier bei Batman. Wir waren dabei, hier die Doktors und Doktorinnen zu entnehmen, also die Ärzte hier zu befreien. Ist uns gelungen, nach zwei Versuchen oder drei oder ja, ich denke zwei Versuche waren es. Egal. Ja, wir haben jetzt Redder Kommissar Gordon natürlich und Finde und Rede Dr. Young, Finde und Rede Dr. Kellermann, Finde und Rede Dr. Cheng. Tolle Wurst. Soll man die finden? Klar. So, gehen wir die Spur mal nach. Der Spur. Hör mal, was mache ich denn jetzt? Hier? Dann hör die Spur auf, das gibt's doch nicht. Und hier sehe ich schon, können wir wieder was springen. Such auf der Karte nach aktuellen Zielen, das kennen wir. Und hier geht's weiter, aber da kommen wir nicht nach. Natürlich sind die jetzt weg, wir sind hier und keiner ist mehr da. Ist war eigentlich klar. Das wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Hier haben wir Spuren. Sind wir jetzt hier richtig? Ich glaube, wir müssen da hoch. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Oh oh. Achso, gut, geht weiter. Jetzt sind wir wieder hier? Sag mal. Wir müssen. Aber ich komme nicht so weit hoch mit dem Gel, oder? Nee, also ich muss irgendwie versuchen, da oben hinzukommen. Dass wir die Wand springen können, weil da muss ja noch was sein. Wie machen wir das? So. Wird nicht funktionieren, oder? Wenn wir hier spielen. Nee. Ich suche auf der Karte nach aktuellen Zielen. Ich kenne die Ziele doch. Die ganze Spuren haben wir hier jetzt schon. Wo sind wir jetzt wieder? Ey. Ach, genau. Sanatorium. Ja.
Und hier muss doch jetzt irgendwo. Ja, das ist das Problem. Hier ist der Aufzug, in den wir nicht reinkommen. Und mit den Geräten hier können wir auch nichts machen. Überlegen. Hier wieder durchgehen, komplett nach hinten. Könnte das gehen? Weil hier kommen wir nur hier weiter. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. So. Okay, mal schauen. Ja, da können wir uns wieder verstecken. Ach nee, Männer duschen wahrscheinlich. So, hier geht's natürlich weiter. Hoffe ich zumindest. Einmal runter, bitte. Ja, sieht besser aus. Und wieder hoch. Und da ist eine Trophäe, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Ja, okay, nicht wirklich. Ah! Siehst du? Müssen wir hin. Und da kommen wir, oder? Nee. Komm von da. Was steht hier öffnen? Was kann ich öffnen? Achso, warte. Mal sehen, ob uns das weiterbringt. Nein, das gibt's doch nicht. Alle Wege führen ins Sanatorium oder was? Statt nach Rom. Ja, langsam. Weiß ich hier auch nicht mehr weiter. Hier haben wir gesprengt. Und hier geht's weiter mit Kampf. Komm ich rein. Ja. Jetzt hier weiter. Tatsächlich. In einem anderen Raum. Ach nee, jetzt sind wir wieder da. Hä? Ja, so langsam weiß ich echt nicht weiter, ob das hier unten uns was bringt. Die haben doch gesagt, der Anne ist irgendwo. Wenn wir jetzt mal hier rechts rausgehen und Arkham Island. Island. Island.
Rechts, West, 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 West. Bringt das was? Das ist hier die Frage. Von da oben haben die dann immer reingeschaut. Ah! Ja, da kommen wir auch wieder nach unten, oder? Höchstwahrscheinlich. Naja, mal sehen. Komm mal rauf. Ach nein. Okay. Na, jetzt sind wir wieder hier. Es bringt alles nichts. Bringt alles nichts. Aber warum gehen so viele Wege nach unten? Das muss so was, da muss so was sein. Ach nee, und jetzt kommen wir nicht mehr hoch, oder was? Doch. Auch nirgends weiter. Nicht dein... Sag nicht, das geht. Jawohl, kein Sicher. Ich kann hier nicht mit dem Sicherheits... Sicherheitsbolzen an Wände befestigt. Ach, die sind mit Sicherheitsbolzen. Ja, das bringt mir auch nichts. Die kann ich zwar kaputt machen, aber nicht, wenn ich hier... Ja, toll. Hier drauf und jetzt hier. Ja, ich stand. Ach Mist. Also langsam weiß ich jetzt echt hier nicht, ich baue hier Mist und weiß trotzdem nicht weiter. Also. Das bringt alles nichts. Hier kommt es ganz schön kalt aus, auf jeden Fall. Bam, 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 überall gegengeschlagen. Das weiß echt langsam nicht. Nee, da können wir nichts machen. Ich weiß auch nicht, wie. Ich meine, irgendwas muss es ja mit der Tür hier hinten auf sich haben. Oder dem Fenster hier, das nicht. Hier, das hier, aber wie kommen wir da ran? Stammen die Großzügen unserer Voltelle von den Wains. Wie komme ich daran? Wie komme ich daran? Vielleicht über. Ich guck mal, da muss irgendwo noch eine zweite Wand sein. Weil sonst gibt es ja keinen Sinn. Lauf einfach mal selektiv montieren. Hier ist alles voll, ist mir schon klar. Hier war ich gesessen wahrscheinlich. Ja. Ja, das bringt ein bisschen viel wahrscheinlich. Aufgezeichnetes Gespräch Nummer 39. Der Patientenname ist Edward Nigma. Ich muss noch entscheiden, ob Mr. Nigma ein geeigneter Kandidat für den Titanprozess ist. Ich würde gerne über deine Kindheit reden. Ganz schlecht. Was? Nach dem, was man hört, hat damals deine Rätselbegeisterung begonnen. Ich glaube, wenn wir über diese Jahre sprechen, könnte das dein triebhaftes Verhalten erklären. Sehr schön. Mein Vater hat mich gehasst. Er hat mich immer einen Schwachkopf genannt. Verstehe.
Ich wollte ihm das Gegenteil beweisen, also habe ich an einem Schulwettbewerb teilgenommen. Es gab einen 20-Dollar-Preis für den Schüler, der ein fast unmögliches logisches Problem lösen konnte. Ich habe natürlich gewonnen. Hat das deinem Vater gefallen? Kaum. Er war überzeugt davon, dass ich betrogen hatte. Er schrie immer, du musst geschummelt haben. Gib's zu, du Schwachkopf. Ich habe geschworen, dass ich es nicht getan hatte. Und er schlug mich fürs Lügen. Das tut mir leid, Edward. Muss ich nicht leid tun. Er hatte recht. Natürlich scheiße, wenn man so einen Vater hat. Aber weiterhelfen tut uns das jetzt auch nicht. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Das kannst du nicht gewesen sein. Hier drüben. Jetzt sind wir wieder da. Ich weiß echt nicht mehr. Wir könnten ein Upgrade durchführen. Das ist die Wand hier, aber. Wie sollen wir denn da drauf kommen? Instabil die durch einen kontrollierten Explosion zum Einschuss gebracht werden können. Haben wir aber nicht. Top, erstmal upgraden. Verbessert werden einer Combat im Batarang, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Den könnten wir eigentlich echt mal verbessern. Jawohl, sehr schön. Können wir noch was verbessern? Nö. Das hier. Haben wir. Können wir aber jetzt nichts weiter freischalten, okay. Ja. Alles klar. Dass wir uns auch nie irgendwie hier oben festhalten können oder so, das ist echt. Ich komme hier gerade echt nicht weiter. Das ist so leid, wie es mir tut, aber. Wie soll ich denn hier. Die Spuren führen einfach nur bis. Klar, bis hierher, aber. Und halt da durch. Wir müssen jetzt den Weg finden, dass wir da reinkommen. Es gibt keinen Weg. Den ich zumindest nicht finde. Und ich sollte nicht in der Mikro reden, sonst hört sich das so scheiße an wie gerade eben wahrscheinlich. Aber wir könnten vielleicht versuchen, da durchzukommen. Ich weiß aber auch nicht, ob das uns was hilft. Ach so. Und hier sind die. Och nee, jetzt nicht wahr. Wenn wir jetzt da durchkommen, ne, dann entschuldige ich mich für alles hier. Bitte nicht, denn das ist echt das. Nee. Nicht wahr. Nicht wahr. Denken Sie dran, ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Sorry. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung zum Verständnis des menschlichen Geistes. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Titan ist ein. Testumgebung zu schaffen, um dann umfassend unsere speziellen Fälle auf risikolose Weise zu testen. Sie sind alle tot hier. Unser Ziel ist es, die unglücklicheren Exemplare zu heilen, die Schwachen, die körperlich nicht den Herausforderungen gewachsen sind, die unsere medizinische Praxis erfordert. Das Projekt Titan macht uns zu einer Weltklasse-Einrichtung. Eine, die Preise gewinnt. So, ne, dahin wollen wir jetzt nicht. Wir könnten jetzt hier durch und werden dann hier hinten. Wir gehen aber erstmal dahin.
Das wäre sonst im Weg. Eine genaue Übersicht über unsere Kosten und Gesundheitspakete finden Sie am Empfang oder unter www.arkhamcare.com/preise. Wir akzeptieren die meisten Krankenkassen. Ja, und da würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge von Batman Arkham Asylum. Danke fürs Zuschauen. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung zum Verständnis des menschlichen Geistes. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Titan ist, eine Testumgebung zu schaffen, um dann umfassend unsere speziellen Fälle auf risikolose Weise zu testen.